Hi, liebe Leute, ich bin's wieder. Ja, und heute mal ausnahmsweise wieder Indoor ein Video. Es geht um ja, ein sehr spannendes Produkt, was ich jetzt unbedingt mal testen will. Mein Nachbar fährt das schon seit 2 Jahren und es gibt eine neue Version. Ja, da hat es angeboten, mal die neuen MacPads zu testen, also neueren Jahrgang. Es gibt mittlerweile auch ein paar ja, Varianten, sage ich mal. Das sind die MacPad Ultra, also aus Titan, leichter, ja, und sehr gut für Sportliche geeignet. MacPads, für alle, die nicht wissen, was das ist. Manche werden es vielleicht schon mitbekommen haben. Das sind quasi so der Hybrid aus den Vorteilen von Klickpedalen, also dass du halt diesen festen Halt hast, dass dir vielleicht beim hohen Tritt ein bisschen hilft oder dass es sich etwas sicherer anfühlt. Und trotzdem, dass du halt die Pins hast, wenn du halt ja, gut stehen möchtest und durch dieses Magnet, was du da hast, kannst du auch immer schneller rauskommen. Also die meisten haben ja bei Clickies Angst, dass sie vielleicht die Räder jetzt gerade so im Herbst oder so rutscht auf dem Laub so weg und du kommst mit dem Fuß, den du eigentlich dann so reflexartig rausschiebst, kommst du nicht mehr raus, weil du so fest in den Pedalen, in den Klickpedalen bist. Das hat Problem, das haben die MacPads nicht. Man kommt ganz schnell raus. Ja, und ich bin jetzt mal so ganz unvoreingenommen. Mein Nachbar fand die immer ziemlich gut, hat mir immer gesagt, sind super. Ich habe jetzt mal die Ultra-Version, das ist die leichte Version und das ist immer noch die Version, wo du auf der einen Seite den Magnet hast und auf der anderen ganz normal flat. Es gibt auch noch die Enduro-Variante, die ich auch probieren werde. Die mache ich mir dann an mein Enduro-Bike. Und die MacPads mache ich jetzt ans EMTB. Die Enduro haben an beiden Seiten halt beidseitig die Magnete. Ich bin total gespannt. Ich nehme euch jetzt mal mit hier auf meinen Selbstversuch und zwar erstmal montieren. Könnt ihr euch fragen in den Kanal Biken TV, vorher Fahrtechnik TV, gibt es schon seit Ewigkeiten, aber es gibt keine Montage, Bastelvideos und How-Tos. Liegt einfach daran, dass ich nicht so der begnadete Bastler bin. Pedale wechseln sollte aber auch ich hinbekommen und ich mache das natürlich immer wieder. Deswegen eigentlich fast Routine, aber dann immer noch nicht häufig genug, dass es Vollroutine ist. Für Erinnerungen an alle hier der Profi-Tipp natürlich. Auf der rechten Seite hat man normales Gewinde, dass man es halt rechts rum zudreht. Und righty tighty, lefty loosey, aber auf der linken Kurbel ist genau andersrum. Und das muss man sich mal bewusst machen. Ja, hier ist natürlich auch so, ich könnte jetzt einen Schlüssel nehmen, aber ich mache es mit Imbus, weil ich halt für die MacPads auch den Imbus brauche. Und dann kann ich halt. So, okay. Ja, also. Dann kann man es so von hinten locker drehen. Also ich weiß ja, Sam Pilgrim macht immer Bastelvideos und Sam Pilgrim gilt jetzt nicht als Mechaniker-Ikone, aber er kann alles und ich glaube, der macht natürlich jetzt, weil er weiß, dass es witzig ist, macht er immer bewusst ziemlich ja, Aktionen, wo normale Mechaniker denken, oh mein Gott, was macht denn da der Sam? Ich wollte diesen Moment den Mechanikern natürlich unter euch oder denen, die gerne und gut basteln, den wollte ich natürlich vermeiden und dass ihr immer die Hände über den Kopf schlägt und denkt, was macht der Marc da? Aber ich muss nicht so tun, als wenn ich das so gut könnte. Das, für die Basic sollte es reichen. Dann hier durch und die MacPads dran schrauben. Und ja, natürlich ein bisschen Fett noch aufs Gewinde machen, wenn man jetzt länger fahren will. Ich habe die jetzt hier nur temporär drauf, weil ich ja noch die anderen Pedale, also ich habe 3 Versionen von denen, auch mal testen möchte. So. Und ihr wisst natürlich auch beim Anziehen, viele oder manche von euch haben vielleicht so einen Drehmomentschlüssel. Habe ich jetzt nicht, weil ich wie gesagt wenig bastel. Und dann reicht mir das auch so mit Gefühl, dass man weiß, man kriegt es wieder ab, aber es ist trotzdem fest genug. Das hat man über die Jahre, hat man da einfach ein Gefühl für. So, dann mal die andere Seite. So, bevor jetzt Kommentare kommen, wie sieht denn dein Rad aus? Ich habe hier ein paar Fahrräder, also sie sind immer ganz okay, aber natürlich für Leute, die einen extrem hohen Anspruch haben an die Sauberkeit des Fahrrads, da kann ich dann nicht mithalten. Und das Fahrrad ist auch schon seit 5 Jahren im Einsatz viel. Das heißt dementsprechend die Gebrauchsspuren. So, also da ist es dann genau andersrum. Da muss man wieder. So, okay, haben wir es. So, dann wieder hier rausdrehen. Ja, also man sollte schon ein vernünftiges Werkzeug haben. Meins ist ganz okay, aber wenn ich jetzt, ich habe so 2 Werkzeugkoffer fürs Fahrrad, aber
Manche von euch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so an Werkzeug zu Hause habt. Was macht ihr denn selber am Rad? Habt ihr einen Drehmomentschlüssel oder so ein richtig professionelles? Erstmal natürlich, wie heißt das, den Montageständer und so. Hat mein Vater mir einen gegeben, aber ich habe ihn nie benutzt und so ein riesig sperriges Ding. Deswegen habe ich auch jetzt, benutze ich keinen und den weitergegeben. So, jetzt nochmal hier. Also man merkt jetzt schon, obwohl es hier noch so ein Extrasystem hat mit dem Magnet, es ist auffällig leicht, so 350 bis 370 Gramm. Das ist natürlich das MacPad auch aus Titanium, das heißt, das ist die teuerste und leichteste Variante von den MacPad-Pedalen. Und ich meine, das sind schon leichte Flat-Pedals, die ich hier habe, sehr flacher Körper. Ja, und seht ihr hier lange, schön lange Pins. Und ich bin echt mal gespannt, wie sich das ausdrückt. Weil normalerweise, ihr kennt vielleicht die Pedale, die man so am Einkaufsrad, die manche haben, mit der eine Seite Klick, andere Seite normal Bärentatze. Also da war ich nie begeistert von. Aber jetzt ist es ja kein normales Klick, sondern halt so ein Magnet. Und ich bin echt sehr gespannt. Und übrigens ist es 100% authentisch. Ich habe die Dinger noch nie getestet, auch nicht bei meinem Nachbarn, weil ich nie die Schuhe dafür hatte. Ne? Der hat eine andere Schuhgröße. Das heißt, ihr werdet wirklich jetzt und bei meinen Testfahrten sehen, wie meine ersten Reaktionen, so, das passt, darauf sind, weil ich natürlich keine Ahnung habe. Jetzt muss ich wieder nachdenken, ob ich es richtig habe. Ach ja. So. Ist natürlich jetzt immer so, wie viele Sachen kann man gleichzeitig machen, das kennt ihr ja. Reden, nachdenken, schrauben. Und wenn man schon mal, reden kann ich, aber schrauben, ist vielleicht nicht die optimale Kombi. So. Ich könnte auch den Sam Pilgrim Zaubertrick machen, der macht mal mit dem Videoprogramm so wupp und auf einmal ist alles fertig und dran, aber ihr seid hier live im Progress mit dabei, weil jetzt muss ich auch mal aufsitzen und mal gucken. Das ist jetzt die Frage, wenn es um das Thema geht, Investitionen. Seid ihr Flat-Pedal-Fahrer, Click-Pedal-Fahrer, ihr wollt jetzt auf Mac-Pedals wechseln, weil ihr da Gutes gehört habt oder vielleicht mal getestet habt. Ich als Flat-Pedal-Fahrer habe natürlich nicht die passenden Schuhe. Das heißt, als Testredakteur bei Velodata habe ich natürlich den Vorteil, dass ich aus dem Testpool, ja, von Northwave hier schöne Schuhe mit Möglichkeit für SPD-Pedale, Click-Pedale oder halt in dem Fall habe ich jetzt hier die Magnetdinger dran fürs MacPad, ja, dass ich darauf zurückgreifen konnte, weil normalerweise müsste man ja dann quasi Schuhe und Pedale kaufen und gerade hier die Titanmodelle liegen bei so um die 280, 289 Euro, das sind ja wirklich High-End-Dinger, dann noch Schuhe, ja, das muss man dann wirklich auf jeden Fall vorher getestet haben, damit man weiß, die Investition lohnt sich. Und ich habe Klickschuhe fürs Marathonfahren und so, aber die hätten keine passende Sohle. Hier will ich eine Sohle, mit der ich noch laufen kann und die auch, wenn ich auf dem Flatpedal stehe, guten Grip hat. Hier seht ihr Michelin, also anscheinend eine Kooperation von Northwave und Michelin, das ist dann die Gummimischung, dass die Traktion hat. Das klingt für mich schon mal gut. Was ich jetzt so gelesen und gehört habe, ist, dass wenn man jetzt die MacPads hat, diesen Magneten hier, dass man, wenn man doch mal laufen muss, das Bike tragen muss oder halt gerade auf der Tour eine Pause in der Hütte macht oder im Café, man läuft ein bisschen über Fliesen oder Asphalt, dass man hiermit nicht immer so aufkommt und stolpert, wie über, wenn das so ein globiges Klicksystem ist. Ja, das heißt, ich ziehe die jetzt an, setze mich mal drauf und gucke, wie der Mechanismus funktioniert. Wir machen Fast Forward. Also ich finde jetzt schon beim Laufen, fühlt sich wie normale Schuhe an. Ich komme nicht, also das kennt ihr, wenn ihr mal Rennradfahrer getroffen habt, also mein Vater fährt Rennrad und die gehen dann über den Asphalt, so wie so auf rohen Eiern und man hört immer so dieses Metall auf dem Boden, so klack, klack, schmirgel, schmirgel, also fühlt sich nicht gut an. Und wenn die dann, das kenne ich als Vater in den Kursen, weil sie Angst haben, dass sie umkippen oder so, dann ausklicken, dann sind die immer mit Metall auf Metall und hier gehe ich jetzt gerade wirklich auf der Sohle. Also ich habe die jetzt auch zum ersten Mal an die Schuhe. Ja, bin ich sehr, sehr froh, dass das funktioniert. Aber jetzt kommt natürlich der große Moment. So, und zwar, wie ist das? Ich mache mal den Sattel kurz runter. Wie ist jetzt dieses Ding? Weil ich habe natürlich mich ein bisschen vorher informiert. Wie gesagt, mein Nachbar hat mir eigentlich immer positiv berichtet. Aber ich habe mir auch mal
Kritikpunkte angeguckt. Hier haben wir jetzt halt statt dem Klicksystem diesen Magneten. Und also die Frage, wie festhält der? Was da ich gelesen habe, ja, werde ich jetzt mal gucken, wie findet man diesen Punkt. So, dann fange ich mal an. So. Oh, ich merke schon starke Kräfte. Das ist echt interessant. Also, jetzt seht ihr, wie ich ziehen kann. Krass. Ja, und trotzdem kann ich mich noch so bewegen. Also, irgendwie echt ganz witzig. Also, ich bin ja nicht grundsätzlich skeptisch, aber als Flat-Pedal-Fahrer ist man halt so ein bisschen so Sam Hill-Fan und dann ist das halt die Wahrheit. Und als Vater in die Trainer auch eher affin. Und dann ist man natürlich ein bisschen skeptisch, wenn es um diese fixen Dinger geht. Okay, ich stehe jetzt hier so drauf. Also es fühlt sich echt ganz interessant an. Man merkt diesen Magnet. Ja, man hat dann so einen Clock. Aber es ist deutlich einfacher, als wenn ich in Klickpedale, wie gesagt, ich kenne das vom Marathonfahren, das Klickpedal-Ding und ich habe so einen ganz guten Bewegungsspielraum. Das ist ja für Leute mit Knieproblemen immer schwierig mit den Klickpedalen, dass schnell die Knie schmerzen, weil das Glied einen so in eine Spur festhält und man wenig Spielraum hat. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. So, also rein, raus. Okay, das ist natürlich, wie gesagt, ich sage immer, das Brot fällt immer auf die Marmeladenseite. Und wenn ich jetzt gucke, ich will natürlich die Seite mit dem Magnet haben, aber erstmal kippt das Pedal auf die andere. So, dann habe ich nochmal Flat. Oh, das ist aber auch, oh, das ist aber erstaunlich gut. Ist ja fast wie 510 hier. Mega. Das ist ja echt cool. Aber gut, ich will nochmal die Pedalvariante. Ja, ihr merkt, ich bin ganz, ganz angetan eigentlich. Vom ersten Test. So, ah, okay. Das ist jetzt die Frage. So, jetzt mal kurz gucken, wie sich das anfühlt, wenn man so kleine Hüpfer macht. Ja, okay. Also, und jetzt dieser Ampeltest, Ampelrot. Ich kipp um. Ja, easy. Der Fuß geht easy ab. Also, das muss man jetzt sagen. Da braucht man wirklich überhaupt keine Angst vor haben, dass man nicht rauskommt. So, und der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt mal hier in der Trockenübung und dann, wenn ich euch mitnehme mit der GoPro draußen auf meine Trails, den ich beachten möchte, ist halt, gibt es jetzt verschiedene sag mal Festigkeitsgrade, je nachdem, wie der Schuh positioniert ist. Dass wenn ich jetzt so stehe, ist er ganz fest, aber wenn ich ein bisschen, dann ist nur so ein bisschen, dass man schnell immer diesen idealen Punkt findet, weil ihr seht, ich kann hier richtig bewegen. Aber man hat den Eindruck, dass es automatisch irgendwie so dahin gezogen wird. Jetzt so. Und jetzt mal hier. Klack. Dann müsste ich ja schon optimiert stehen. Ich mache jetzt nochmal den kleinen Hinterlupftest. So, die Seite auch. Okay, ich denke mal, das wird sich alles automatisieren, wenn man jetzt am Anfang noch so ein bisschen immer guckt. Also, ein bisschen hopseln. Also, es ist echt irgendwie eine coole Sache. Bisher muss ich sagen, jetzt zum Abschluss mein Fazit. In dem Test jetzt hier bin ich begeistert, weil ich hätte halt irgendwie gedacht, dass ich wieder mit Metall auf Metall stehe, auf der falschen Seite, auf der ohne. Das fühlt sich eher wie Gummi auf Pins an und nicht wie Metall auf Metall. Da bin ich also schon mal die Nicht-Klickseite hat trotzdem viel Grip und die Seite mit dem Magnet fühlt sich dann an wie Klickpedal. Ich kenne ja Klickpedal erfahren. Ja, da bin ich jetzt sehr angetan und trotzdem, der Falltest hat ja überwiesen, man kommt easy raus. Die Blamage an der Ampel bleibt einem erspart. Ja, nächstes Video zum Thema MacPads. Ist dann der Geländetest von der Version hier und dann kommt noch der Test von der Enduro-Version auf dem Enduro-Bike im sehr technischen Trail. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu schreiben. Ich bin sehr gespannt, das ist hier die neueste Generation, ob vielleicht die Schwächen und die Kritikpunkte, die es in den Tests von den ersten Versionen gab, ob die ausgemerzt sind. Wir sehen uns im nächsten Video und Kette rechts. Bis dann.